Seit 16 Jahren besucht das Teddybär-Krankenhaus regelmäßig Schwächert, um verletzte Kuscheltiere zu versorgen. Die kleinen besorgten Besitzer bringen ihre plüschigen Patienten, die sogleich von jungen Medizinstudenten liebevoll behandelt werden. Diese Aktion hat einen tieferen Sinn und bringt zugleich Freude. Etwa 300 Kinder aus Schwächert strömten zum Teddybärenkrankenhaus am Hauptplatz, das von der Austrian Medical Students Association organisiert wurde. Diese Initiative fand bereits zum 16. Mal in Schwächert statt, mit lediglich einer pandemiebedingten zweijährigen Unterbrechung. Sie sind ja auch Medizinstudentin. Wieso engagieren Sie sich hier? Genau, ich bin Medizinstudentin im vierten Jahr und ich arbeite persönlich sehr gern mit Kindern zusammen und mich hat das Projekt halt deswegen schon sehr lang interessiert und ich habe dann selber mal mitgemacht als Teddy-Doc und habe dann jetzt so die Organisationsleitung. Die treibende Kraft hinter dieser Veranstaltung war einmal mehr Apothekerin Angela Simonek, die von der örtlichen Pfarre und dem Roten Kreuz tatkräftig unterstützt wurde. Während die Pfarre Tische und Bänke bereitstellte, kümmerte sich das Rote Kreuz um die Verpflegung der kleinen menschlichen Besucher. Die Stadtapotheke Schwächert ist die Organisatorin. Selbstverständlich geht das nur in Zusammenarbeit mit der AMSA. Das sind die Medizinstudenten, die sich hier als Teddy Dogs zur Verfügung stellen. Und lokal ist natürlich die sensationelle Unterstützung vom Roten Kreuz, die Pfarre, die uns die Bänke zur Verfügung stellt und die Tische. Und auch, sollte das Wetter einmal nicht hold mit uns sein, haben wir dort einen Raum, wo das Teddybär-Krankenhaus stattfinden kann. Sie haben schon Erfahrungswerte. Was bringt das Krankenhaus? Kann das die Ängste nehmen? Wir haben tatsächlich auch vor circa 10 Jahren eine Dissertation begleiten dürfen. Da hat einer der Teddy Dogs im Rahmen seines Medizinstudiums die Kinder erste Klasse vor und nach dem Teddybär-Krankenhaus evaluiert, befragt. Und es ist ganz evident gewesen, dass das Wissen um die Gesundheit bei den Kindern größer geworden ist und die Ängste deutlich abgenommen haben. Das Hauptziel des Teddybärenkrankenhauses besteht darin, den Kindern die Furcht vor Arztbesuchen oder Krankenhausaufenthalten zu nehmen. Hierbei können sie ihre Kuscheltiere den angehenden Medizinstudentinnen und Studenten zur Untersuchung und Behandlung überlassen. Mit den Kindern haben wir versucht, denen, dass sie selber eigene Salbe herstellen können. Die können auch die Salbenfarben aussuchen, ob die eben tiefblau, grün oder gelb suchen. Und die Kinder dürfen auch Tees eben riechen und selber Tees herstellen. War schon viel los heute? Eigentlich schon, ja. Also es sind wirklich viele Schulkinder gekommen, denen macht das auch Spaß eben und das freut natürlich uns auch. Ist für uns genauso eine Abwechslung eben, dass wir eben auch mal mit Kindern arbeiten können, ohne jetzt richtige Notfälle. Aber unser Ziel ist es prinzipiell eben, den Kindern die Angst zu nehmen, dass sie auch nicht davor scheuen, 144 zu wählen eben, sondern dass ihnen das quasi, dass wir da sind, um Hilfe anzubieten eben, sondern dass wir auch sie unterstützen bei manchen Maßnahmen eben. Auf spielerische Weise erleben die Kinder so den Ablauf eines Krankenhausaufenthalts, angefangen von der Anmeldung bis hin zur Entlassung. Was haben Sie so beobachtet? Wie hat sich das verändert? Mit was für Kuscheltieren oder wie Wehchen kommen die Kinder? Das ist ganz unterschiedlich. Die Kinder haben eine hervorragend blühende Fantasie. Also wir haben alles vom gebrochenen Arm. Heute hatten wir auch schon einen gebrochenen Hals. Also das ist echt cool, was die Teddy Dogs hier können. Wir hatten auch schon ein Känguru, das nur zur Nachkontrolle nach der Geburt da war, ob sich die Plazenta gelöst hat. Also es passiert alles. Selbstverständlich machen wir auch Vorsorgeuntersuchungen im Teddybär-Krankenhaus. Und die Kinder sollen einfach den Raum bekommen, mit ihren Sorgen um die Gesundheit ihrer kleinen Patienten gut umgehen zu können. Ich habe dann immer wieder Kinder und Eltern, die in die Apotheke kommen und sagen, seitdem sie da waren, ist das ins Spital gehen wesentlich weniger problematisch. Wir haben einen Buben gehabt, der hat dem Vater dann eine Gute-Nacht-Geschichte vorgelesen, weil er so aufgeregt war, dass er am nächsten Tag ins Spital musste. Und die Untersuchung ist natürlich hervorragend gut gegangen. Also die Kinder lernen selber gut mit ihren Ängsten umzugehen. Wir kriegen auch immer wieder Rückmeldungen von Ärzten und Ärztinnen aus der Praxis, die uns dann wirklich auch berichten, dass zum Beispiel bei den Blutabnahmen die Kinder dann weniger Angst haben, weil sie halt das hier schon mal kennengelernt haben. Und für Medizinstudenten ist es auch gut zu lernen, wie Kinder so reagieren?
Natürlich, also allein, was wir hier alles an Stationen aufgebaut haben, das ist natürlich für Medizinstudierende das täglich Brot sozusagen. Und dann halt auch den Umgang mit den Kindern zu üben, vielleicht wenn man halt auch selber in diesem Bereich später arbeiten will, ist man hier auf jeden Fall richtig. Die Veranstaltung stieß bei Kindern und Eltern gleichermaßen auf Begeisterung. Es ist von großer Bedeutung, dass Kinder lernen, keine Angst vor dem Arzt zu haben. Also wirklich überhaupt die ganzen Details, die kleinen und jede Station so mit Liebe gemacht. Echt toll, gell? Ja. Ja. Also ihr kommt's wieder? Ja. Ja. Ja.